Hallo, mein Name ist Sören und ich bin Intern bei Henning Larsen in München und ich würde euch gerne was erzählen über meinen Praktikumsalltag, wie ich morgens starte und wie so mein Arbeitsalltag dann aussieht. Es gibt Gruppentische, die sind so zugeteilt in festen Projekten oder auch in zum Beispiel im Wettbewerbsteam, da wo ich jetzt als Praktikant eingesetzt bin oder mich dazu selber entschieden habe, das zu machen. Und wir arbeiten in einem Team mit 5 bis 6 Leuten, die dann immer an diesen Tischen, wie gesagt, sitzen. Und es gibt 3 bis 4 Interns und einen Teamleiter und auch noch eine Architektin meistens mit dabei. Die Stimmung ist sehr kreativ und vielfältig, weil auch viele internationale Leute, auch Interns gerade, hier in München sind und man hier eigentlich von dieser Atmosphäre auch spürt, dass diese kulturellen Hintergründe alle zusammenfließen und es hier ein sehr kreatives Arbeitsklima herrscht. Wir haben dazu auch noch Projekträume, in denen wir unsere Pläne dann oder Skizzen aufhängen und diskutieren. Und eigentlich wird auch jeder hier gehört und jede Idee wird mit eingebracht. Und so gibt es natürlich dann auch Diskussionen, in denen es immer Pro und Contra gibt, die natürlich eigentlich sehr viel Spaß machen, wenn man dann das Endergebnis sieht und am besten auch einen Wettbewerb gewinnt im Team. Also Team Spirit ist das Wichtigste. Und es macht super Spaß.